Ich möchte das jetzt von der anderen Seite her versuchen. Das Ziel der Zusammenlegung ist ja wohl ganz offensichtlich auch die Harmonisierung der Leistungen. Zumindest würde ich das so interpretieren. Jetzt nehme ich einmal eine Leistung her, die schon seit 15 Jahren harmonisiert ist und die auch nicht aus dem ärztlichen Bereich kommt. Das sind 21,80 Euro, die Klienten, nicht Patienten, von Wahlpsychotherapeuten österreichweit bei allen Gebetskrankenkassen bekommen. Sie bekommen übrigens bei der, glaube ich, bei der Versicherung der öffentlichen Bediensteten 40 Euro. Das ist vielleicht auch dazu zu sagen. 21,80 Euro waren, glaube ich, vor 15 Jahren ungefähr die Hälfte eines billigen Honorars. Heute ist es bestenfalls nur ein Drittel. Meine Frage, die ich daraus ableite an Sie ist, rechnen wir damit oder können wir hoffen, dass durch Harmonisierung nicht allzu gute Leistungen tatsächlich besser werden? Oder ist das nicht gerade ein Beispiel, das uns zeigt, wir orientieren uns eher nach unten, weil sonst hätten wir ja überall schon 40 Euro. Also Sie haben total recht, dass die Psychotherapie so unfassbar schlecht refundiert wird, ist absolut nicht zu akzeptieren. Wir wissen, dass wir einen Versorgungsgrad von unter 10% haben bei den psychisch Erkrankten. Ich wollte es aber als Beispiel auch. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel, weil das zeigt, dass Zuwendungstherapie sowieso schlecht bezahlt wird. Es sind auch die Geriater schlecht bezahlt, die Psychiater, die Kindermediziner. Also dort, wo es nicht um technische Fächer, nicht um Labor und nicht um Chirurgie und nicht um Schönheitsmedizin geht, dort, wo es schlicht und einfach darum geht, dass man jemanden mit seiner Intellektualität und seiner Zuwendung und seiner Fachkompetenz im Gespräch, in der Zuwendung betreut, dort haben wir einfach ein Defizit und dort sind auch die Leistungen nicht wertgeschätzt. Und wenn es nun dazu führen könnte, dass man sagt, da tut man sich nach dem Billigsdorfer Prinzip nach unten nivellieren, dann ist es sicher ganz, ganz schlecht. Wenn wir wissen auf der anderen Seite, dass die technische Medizin, Stichwort MR jetzt, ja, der Deckel ist gehoben, es gibt keine, für die Anbieter nicht mehr den Druck, die Leistungen sozusagen im Zaum zu halten. Ich weiß von der Wiener Gebietskrankenkasse, dass man 12%ige Steigerungen und 4 Millionen mehr Ausgaben allein im Jahr 2017 hat. Um 4 Millionen kann man sich ziemlich viel Psychotherapie kaufen. Aber da gibt es halt Berufsgruppen und Anbieter, die haben eine starke Stimme. Und wenn man einen simplen Kreuzschmerz hat, wo man vielleicht 3 Wochen, sagen Fachärzte, Fachgesellschaften, warten, Physiotherapie, Bewegung und dann vielleicht erst ein MR, das ist sozusagen vielleicht ein bisschen für den Patienten auch nicht so eine gute Neuigkeit, dass wenn man ihm jetzt sagt, jetzt machen wir ein ordentliches MR-Bild und dann führt es vielleicht zu einer Therapie, die gar nicht notwendig ist oder zu gar keiner Therapie und man hat halt was ausgegeben. Also was ich damit sagen möchte ist, da gibt es Interessenten und die einen können lauter und kräftiger sich durchsetzen als die anderen und es ist nicht immer zum Nutzen der Patienten. Wobei man der Vollständigkeit halber dazu sagen muss, dass gerade in Wien und nur in Wien auch die chefärztliche Genehmigung wieder eingeführt wurde für diese Leistungen. Ja, darf ich Ihnen was dazu sagen? Sicher, dürfen Sie. Das hab mich auch dagegen ausgesprochen, weil wozu das? Ich habe aber verstanden und gelernt, erstens, da wird praktisch in 98% Volet genehmigt, aber die Kasse hat einen Blick darauf, wer wie viel verordnet. Also man kann mal einfach sehen, wo sind denn da die Nester, wo man wegen jeder Banalität, um es höflich zu sagen, ein MR verordnet kriegt und vielleicht kann man irgendwann einmal auch feststellen, dass man vielleicht Leitlinien benutzen sollte und dass man vielleicht nicht das Heil in der technischen Medizin in jedem Fall suchen soll. Alles klar. Wien hat die chefärztliche Genehmigung wieder eingeführt, die anderen 8 Bundesländer nicht in dem Zusammenhang übrigens, nur der Vollständigkeit halber.
Und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, haben die Institute die Tarife um 3% reduziert im Zuge dieser... Das wird sich leicht kompensieren lassen durch den Anfall an Fällen, die jetzt... Zur Metaebene betrachten, also das Erste ist, man braucht keine Krankenversicherungszusammenlegung, um einen einheitlichen Tarifkatalog zu haben. Also die Deutschen haben insgesamt, ganz Deutschland hat einen Tarifkatalog. Warum haben die einen? Weil es sinnvoll ist, die Tarife auf einer Kostenrechnungsbasis auszurechnen, damit keine Fehlanreize da sind. Und wir haben momentan Fehlanreize, weil wenn ich als Arzt für einen Patienten, bei dem ich ein EKG schreibe, ja, das Doppelte kriege wie bei einem anderen, ja, dann werde ich das dort einfach häufiger machen. Ja. Und das macht aber keinen Sinn. Und deswegen ist die einheitliche Tarife, also einheitlicher Tarif für dieselbe Leistung, ganz wichtig, um keine verzerrenden Anreize zu setzen. Und was jetzt sozusagen die Zuschüsse betrifft, der Krankenversicherungsträger, zum Beispiel im Bereich Physiotherapie, Psychotherapie und so weiter, da muss man sich schon sagen, es heißt immer, naja, da gibt es halt ein paar so Ausnahmen, ja, wo das nicht gleich ist oder wo und so weiter. Aber für das Individuum, das die ganze Zeit dann Psychotherapie, also über längere Zeit Psychotherapie braucht, für ein Individuum, das einen Rollstuhl braucht, ja, dort ist dann plötzlich der Impact, ja, von diesen Unzulänglichkeiten. Und da wird man sich sicherlich auf einem gewissen Mittelniveau finden. Es sind ja nicht sozusagen völlig ganz verschiedene Leistungserbringer, sondern bei den Leistungserbringern mischt sich das auch in gewissem Maße. Also wenn Sie jetzt hier Physiotherapeut sind, da kommen welche von der Gebietskrankenkasse genauso wie von der SVA, von der VAEB und so weiter vorbei. Also das mischt sich ja dann quasi wieder ein bisschen. Bewusst eine österreichweit, zumindest bei den Gebietskrankenkassen, gleich bezahlte und auch eine Geldleistung angeführt, wo ich jetzt einmal die These aufstelle, Harmonisierung führt nicht unbedingt zur Verbesserung. Für im Sinne der Gerechtigkeit für die Patientinnen, weil wieso, ich kann mir die Kasse nicht aussuchen und warum kriege ich jetzt, wenn ich eine bestimmte Krankheit habe, viel weniger als ein anderer in einem anderen Versicherungsverhältnis. Das ist nicht einzusehen. Okay. Gerechtigkeit kann natürlich auch bedeuten, gleich schlecht. Ja, wieso gleich schlecht? Ich meine, bei den Geldleistungen, der eine kriegt dann nur 20 Euro, der Nachbar kriegt 40 Euro. Es ist so besser, wenn beide 30 Euro kriegen. Soweit ich weiß, haben alle Krankenkassen die gleiche, also alle Gebietskrankenkassen, zumindest in Österreich, da die gleiche Leistung. Die gleich schlechte Leistung. Die gleich schlechte Leistung. Und ich weiß nur eben von der BVA, dass der Tarif deutlich höher ist. Ich wüsste jetzt den Tarif nicht bei anderen kleinen Krankenkassen, aber dort ist es so.